wenn du dich kannst. Also mir kommt es fast so vor, als ob ich mache. Irgendwas hörst, ne? So sieht es aus, als hättest du kurze Haare. Ich finde, hier ist so ein Geräusch, als würde irgendwo ein Fernseher laufen. Das ist die scheiß Box, die so rauscht. Das nervt mich auch. Nee, hör mal noch mal. Guck mal, hör mal. Ich habe das auch gehört, was du meinst. Deshalb habe ich gedacht, es sind noch welche wach. Du hast auch eine Stimme hier, oder? Wie so ein Schall ist es. Hörst du es nicht? Nicht so laut, aber da muss man sich voll konzentrieren. Du hast auch eine männliche Stimme, wa? Mhm. Bisschen Tiefe so, ne? Mhm. Und Musik irgendwie auch. Bisschen Musik, bisschen was Musikalisches. Ab und zu. Dann sind die heute alle übelzeitig ins Bett gegangen, wa? Und alle zusammen denn anscheinend, oder was? Das ist ja echt einartig, findest du nicht? Wieso alle zusammen dann wahrscheinlich? Findest du es nicht komisch? Doch. Ich hab gebucht. Oh mein Scheiße. Nee. Mensch, sieht auch mal deine Hose aus. Was ist das denn? Das sind die Linsen. Immer noch? Nee, das knallt ewig. Oh, denkst du, dreimal geschissen und du hast alle raus? Meinst du nicht? Ach, du erst. Jede mal ein Stückchen für Stückchen. Ja, jede Linse einzeln. Und jetzt heilt sich noch mal. Was? Linsen. Wieso? Naja, das ist ja nur Blähung. Blähung, was weiß ich das noch. Vielleicht kommt es auch nur, wie wir sehen. Wie gesagt. Kann natürlich auch sein. Ich esse ja nur so. Wieso? Weil draußen ist das Essen nicht so vitaminhaltig wie jetzt, oder? Ich würde nicht sagen, dass das vitaminhaltig ist. Es ist ballaststoffreich wie Sau. Bei mir haut das auch voll durch immer. Ja, viel Brot und so, ne? Mhm. Aber Ballaststoffe sind da auch nicht überall. Ich muss sagen, so viel Brot wie ich hier esse, esse ich draußen auch nicht. Aber was soll ich hier sonst essen? Na, lecker. Was ist denn nur an Gemüse? Also wenn ich essen muss, esse ich alles. Was ich gerne esse, sind Karotten, Erbsen. Ja, die zwei Sachen esse ich eigentlich am liebsten. Was für Karotten, Erbsen? Karotten und Erbsen esse ich am liebsten. Der Rest ist alles nicht so meins, aber wenn es auf dem Tisch steht, dann esse ich es auch. Ja. Hast du von dem Giesing was gegessen? Nee, von dem anderen hier, von dem... Was war das? Der Sellerie oder was das war? Dieser Puree. Bäh. Das hat mich so... Das fand ich unlecker. Unlecker. Ich hab das nicht gemacht. Nee, aber das ist etwa nicht mein Gemüse. Das türmt mich einfach nur ab. Hast du mal was von mir gegessen?
Von dem Würsigen? Nee, ich meine, was anderes. Was du mal gekocht hast? Mhm. Na klar. Was denn? Na, du hast das letzte Mal auch gekocht. Was aussah wie Frikassee, das Zeug da. Frikassee? Weißt du, was ich meine? Frikassee. Ja, was dunkel war und aussah wie Frikassee, Fleisch und weiß nicht, das war übelst lecker mit Kartoffeln. Ach, das da. Das war lecker, ja. War das lecker? Ja. Findest du? Ja. Aber im reichen Bereich hast du nichts gegessen, ne? Ja, schade, das war auch voll lecker. Da waren wir nicht zusammen. Da warst du auch und dann habe ich noch gesagt, warum isst ihr denn nichts? So ungefähr mit den Nudeln und was ich der Bianca rausgebracht habe. Der Hassan hat es auch gegessen. Also Hassan kann ja auch gut kochen, aber irgendwie oh, ja. Gibt es immer wieder dieselbe Soße. Ja. Ich habe auch schon gesagt, dann machst du wohl noch deine Soße. Im Endeffekt schmeckt sie immer gleich, aber ich finde das niedlich. Der gibt sich so viel Mühe und es schmeckt auch gleich. Und der denkt, der kommt jedes Mal was anderes, nur kommt, der denkt das so. Ne? Weiß ich nicht, ob der das denkt. Glaube ich. Der macht das doch goldig manchmal, aber ja. Manchmal, ich will also manchmal die nicht Soße, wissen, die, was er wirklich alles da rein macht. Also die letzte Soße war doch geil, die übelst scharf war, wa? Kannst du dich hier erinnern? Wo wir noch zusammen waren? Mit dem da oben, ne, wo wir gegessen haben. Nee, da warst du nicht bei uns, oder? Nee, das letzte Mal, wo wir alle noch zusammen waren. Das war jetzt die letzte Woche. Hier in dem Bereich? Mhm. Die war übel scharf, aber übelst geil. Der hat Kevin noch gesagt, so eine mit leckere Paprika. Hast du noch nie gemacht, ja. Mit Paprika, mit Rote. Mhm. Was haben wir dazu gegessen? Hähnchen. Ich glaube, ja. Das hast du gemacht auch, ne? Mhm. Du hast ihm geholfen, ja. Glaube ich. Oh, sie kocht auch gerne mit dem zusammen. Ja. Süß. Ganze Scheiße. Das ist witzig. Ja. Was denkst du, wer zuerst geschossen war? Oh je, das ist schwer zu sagen jetzt, ne? Was hast du zuerst gesehen, bei wem? Hassan, glaube ich. Ja? Ich glaube schon, oder? Wann warst du in den ungefähr verliebt? Was kannst du nur so sagen? Das Interesse, also, wo ich reingekommen bin, fand ich den gleich süß. Mhm. Nach 3 Tagen habe ich schon gemerkt, da kommt was. Da kommt was. Schön, dass du sowas gemerkt hast. Und verknallt habe ich mich, glaube ich, in der Woche hier mit Horst. Und zwar schon die 2. Woche, war. Horst hat euch gekumpelt. Horst der Pisse, ja, da habe ich das gemerkt, in der Woche war das. Horst der Pisse. Ich weiß nicht, wenn's bei dem war. Er hat ja auch gesagt, so von Anfang an schon mal so. Hat er gesagt? Mhm. Wo er mich gesehen hat, ja. War er gleich verliebt, hat er gesagt. Nein, nicht gleich verliebt, aber dann... Hat er schon was für dich empfunden? Na, es war so... Mm. Da hatte sich gefreut, dass ich in den Bereich gekommen bin, ja. Und so. Mm. Das war witzig. Ja. Süß. Habe ich auch immer gesagt. So. Vor allen Dingen, der mich immer angeguckt hat und so, weißt du? Ja, so verliebt, ne? Ja. Auch immer noch so. Okay, ist im Moment ein bisschen gestresst, auch wegen der ganzen Geschichte und so. Ja. Die nimmt das auch mit, dass ich da auf die Liste stehe und so. Klar. Wenn da du guckst du dich, wenn das jetzt nicht wäre, ja, da würden wir uns auch noch anblitzen hier wie. Wenn du gehst, dann. Angenommen, du gehst, dann. Ist alles scheiße. Wird der auf jeden Fall traurig sein, aber ich denke mal, nach 2 Wochen wird man es nicht mehr sehen. Mhm. Weil da ist er nicht so der Typ für, glaube ich, auch. Naja, der wird sich ja auch wieder fangen. Er hat ja gesagt, ich soll auf ihn warten und so. Und ja, klar. Der will unbedingt, dass ich warte und ich soll seine Familie kennenlernen und so, weißt du. Wie süß, gell? Das sagt man doch nicht einfach so, oder? Nee, das sagt man nicht einfach so. Der will das so. Ja, der will das so. Und dann erzählt er auch immer, meine Mutti findet dich bestimmt gut und meine Brüder und... Wenn du rausgehst, die sind bestimmt auch da oder irgend sowas, wenn der sowas sagt, weißt du. Das und am Ende ist es ganz anders. Aus dem Sinne sind die normalerweise streng. Strenger als. Ach, ich glaube, so wie Hassan erzogen ist, sind ich die ganz locker. Und doch so, wie der eigentlich erzählt, so.